Damit kommen wir zum Tagesordnungspunkt 7, Dresdner Kulturinseln 2020, und gestatten Sie mir, diese Vorlage einzubringen. Ja, sehr geehrte Stadträte und Stadträte, meine Damen und Herren, und insbesondere, ich mache es mal, wer Schulte Wösemann, liebe Freunde am Livestream. Gestatten Sie mir, dass ich die Vorlage Dresdner Kulturinseln einbringe und auf die überraschende Debatte im Vorfeld eingehe. Die ursprüngliche Vorlage der Verwaltung verfolgt drei Ziele. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Erstens, die Belebung der Dresdner Innenstadt. Zweitens, Auftritts- und damit Verdienstmöglichkeiten für freie Künstlerinnen und Künstler aus der Region. Drittens, Stärkung der Kunst- und Kulturstadt Dresden im touristischen Marketing und Schaffung von kurzfristigen Reiseanlässen für Touristen aus der Region und insbesondere aus dem Bundesgebiet. Ich glaube, es ist unbestritten, dass es viele Leidtragende des Corona-Lockdowns gibt. Und zweifellos gehören Teile der Kulturszene und der freischaffenden Künstlerinnen und Künstler dazu. Aber, und dies wurde in der bisherigen Debatte aus meiner Sicht überhaupt nicht berücksichtigt, zu den mindestens genauso schwer Getroffenen zählen Gastronomen, inhabergeführter Einzelhandel und natürlich alle Beschäftigte im Tourismus. Neben allen Soforthilfeprogrammen, Stundungen, Kreditfinanzierungen und Steuerveränderungen, die sicherlich helfen, ist vor allem eines wichtig, dass wir so schnell wie möglich wieder Umsätze in diesen Branchen generieren. Rund 50.000 Menschen mit allen Dienstleistern, wahrscheinlich deutlich mehr, sind in diesem Bereich in Dresden beschäftigt und viele von ihnen entweder in Kurzarbeit oder arbeitslos. Der Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters hat diese Vorlage sehr kurzfristig in Angriff genommen, weil das Signal aus vielen Institutionen, Verbänden und Unternehmen deutlich war. Im Sommer muss etwas in der Innenstadt passieren. Man kann kritisieren, dass die Angebotsabfrage kurzfristig nur auf einen Teil der Dresdner Kulturlandschaft beschränkt gewesen ist. Dies war aber nicht zuletzt auch dem zeitlichen Druck geschuldet, hier schnell etwas vorzulegen. Eine umfassende Ausschreibung und ein intensiver konzeptioneller Prozess hätten nur dazu geführt, dass die politische Sommerpause hereinbricht und damit eine Chance vertan wird. Wir haben deshalb drei anerkannte Akteure um ein Konzept gebeten und letztendlich, und das ist auch ein Zeichen, was ein Zusammenstehen in Corona-Zeiten angeht, dass es ein Angebot abgegeben worden ist, nämlich von allen Agenturen gemeinschaftlich. Aber es ist mitnichten so, dass die Gelder dieser Vorlage nur einigen Ausgewählten zugutekommen wird. Vielmehr basiert das Konzept der Kulturinseln darauf, dass zahlreiche freischaffende Künstlerinnen und Künstler eine Auftrittsmöglichkeit erhalten. Rund 300.000 Euro des Budgets kommen letztendlich den Künstlerinnen und Künstlern zugute. Hinzu kommen Gelder für Beschäftigte des Sicherheitsgewerbes, Veranstaltungstechniker und so weiter. Jeder Künstler aus dem 01-Postleitzahlengebiet hat die Chance, sich zu bewerben und damit im Sommer aufzutreten. Mit diesem Konzept können wir einen Beitrag dazu leisten, dass die Innenstadt belebt, der Tourismus angekurbelt und Kulturschaffende fair bezahlt werden. Meine Damen und Herren, damit kommen wir zu dem Punkt, was diese Vorlage nicht ist und nicht sein sollte. Diese Vorlage und dieses Geld kann nicht alle Probleme im Bereich der Kunst und Kultur lösen. Diese Vorlage kann auch nicht als Vorwand dienen, den Kulturbereich innerhalb der Verwaltung finanziell besser zu stellen,
als die Bereiche Jugend, Soziales oder Sport. Denn genau dies würde passieren, wenn die Ergänzung des Kulturausschusses vom Stadtrat übernommen werden würden. Vielmehr noch würde das Kulturbudget am Ende des Jahres ein Defizit in Millionenhöhe aufweisen. Gestatten Sie mir noch mit einem Wort auf die Kritik aus der Kulturszene. Mit der Freigabe der Projektmittel des Kulturamtes heute, soeben, ist eine zentrale Forderung der freien Kulturszene erfüllt worden. Damit gibt es nun die Chance, geplante Projekte zu realisieren und auch das kulturelle Leben der Stadt anzukurbeln. Das ist gut so. Es wird aber kaum Effekte auf den Tourismus, den Einzelhandel und die Gastronomie haben. So ehrlich sollte man an dieser Stelle auch sein. Deshalb halte ich es weiterhin für enorm wichtig, dass wir die Kulturinseln realisieren. Und natürlich gibt es auch weiterhin Veranstalter, die ebenfalls um das wirtschaftliche Überleben kämpfen. Und mit diesen sind wir auch im Gespräch und müssen ins Gespräch kommen. Verehrte Stadträtinnen und Stadträte, lassen Sie uns jetzt diesen kurzfristigen Schritt gehen und die Kulturinseln unterstützen. Nicht zuletzt für die Beschäftigten aus Branchen, die keine schlagkräftige und lautstarke politische Lobby haben. Vielen Dank. So, jetzt haben wir bei der Tagesordnung zwei Rederechte vereinbart, die werden zunächst an der Reihe. Wir starten mit Herrn Nils Burchertz und anschließend Herrn Axel Klein. Jeder von Ihnen hat 5 Minuten Redezeit. Bitte schön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Nils Burchertz. Ich bin einer von 3 Vorständen des Branchenverbandes der Dresdner Kultur- und Kreativwirtschaft. Wir gestalten Dresden. Ich spreche hier zum einen für meinen Verband und seine Mitglieder und auch stellvertretend für mehrere weitere Netzwerke, mit denen wir eng verzahnt arbeiten, darunter das Clubnetz und das Tanznetz Dresden. Ich bedanke mich ausdrücklich für die Möglichkeit, hier sprechen zu dürfen. Meine Damen und Herren, wenn Sie in den letzten Tagen oder Wochen eines der in dieser Stadt erscheinenden Kulturmagazine in die Hand genommen haben, werden Sie allein anhand des Gewichts gemerkt haben, es ist nicht mehr viel da vom kulturellen Leben in der Stadt. Und mit diesem kulturellen Leben stirbt eine kreativwirtschaftliche Nahrungskette vom Veranstalter bis zur Werbeagentur. Wir als Verband haben kürzlich einen Newsletter verschickt, in dem wir differenziert auf die Situation eingegangen sind und auch mögliche Lösungen skizziert haben. Dieser Newsletter sollte hoffentlich auch in Ihren Mailboxen Eingang gefunden haben. Ich möchte vor diesem Hintergrund zunächst ausdrücklich würdigen, auch Ihnen gegenüber, Herr Oberbürgermeister, dass hier nun ein Konzept vorgelegt wurde, dessen zweiter Teilzweck ausdrücklich ist, Auftritts- und Verdienstmöglichkeiten für freie Künstlerinnen und Künstler aus der Region zu schaffen. Damit wird ein klares Zeichen ausgesendet, dass man diese Gruppe nicht vergessen hat. Und ich darf ergänzen, man tut auch etwas für die gesamte skizzierte Wertschöpfungskette. Trotzdem, auch das möchte ich spiegeln, hat dieses Konzept in den letzten Tagen viel Unmut bewirkt. Zum einen haben durch Corona und die Haushaltssperre in diesem Jahr viele Initiativen Projektgelder verloren. Allein meinem Verband fehlen etwa 100.000 Euro für Publikumsveranstaltungen. Viele Kollegen und Kolleginnen fürchten Kürzungen ihrer Etats. Es ist leider schwer vermittelbar, dass nun 500.000 Euro für ein völlig neues Projekt zur Verfügung stehen, ohne dass zum Beispiel der Versuch unternommen wird, die ausgefallenen Projekte Corona-gerecht umzubauen. Auch dass die Summe nun ausgereicht werden soll, ohne dass es zu einer transparenten Ausschreibung oder zumindest einer deutlichen Kommunikation dieser Idee gekommen wäre, wirkt unglücklich und muss für Missstimmung sorgen. Dass die Zeit knapp war, ist richtig, aber unsere Kommunikation mit der Stadt Wien, wo derzeit an einem ähnlichen Projekt gearbeitet wird, zeigt, dass es auch in kurzer Zeit möglich ist, einen breiten Akteurskreis in solch einen Prozess einzubeziehen. Drittens, und das muss ich schon sagen, hat sich herausgestellt, dass ein nicht unerheblicher Teil des Kulturinselbudgets aus Projekten stammt, die ursprünglich anderen Initiativen zugesagt waren. Dazu gehört das Kino Karaoke, das Dude Festival, das Fête de la Musique meets Europe Open Air. Es handelt sich bei allen 3 Projekten um Open Air Veranstaltungen in der Innenstadt,
die also zweifellos zu einer Belebung geführt und einen Reiseanlass geboten hätten, wenn man sie in das Konzept zum Beispiel mit aufgenommen hätte. Auch möchte ich sagen, dass die Netzwerke meiner Szene in den letzten Monaten Enormes geleistet haben, um sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf zu ziehen. Das Clubnetz, das Tanznetz Dresden und Wir gestalten Dresden haben bereits kurz nach dem Lockdown aus der Not eine Tugend gemacht und unter anderem die Kampagne Support Your Local Artists initiiert. Mit Streaming-Sessions und Online-Videos wurden direkt nach dem Lockdown ganz neue Wege begangen. Diese Formate sind nach wie vor abrufbar und sind durchaus ein Aushängeschild für das kreative Potenzial unserer Stadt. Mehr noch, durch die angegliederten Spendenaktionen dieser Initiativen wurden bis heute über 150.000 Euro eingesammelt, die direkt Kulturschaffenden und freien Institutionen zugutekommen. Dies zeugt nicht nur vom Engagement der Netzwerke, sondern auch von der für uns alle überwältigenden Solidarität der Dresdner Bürgerschaft. Eine der guten Geschichten dieser Zeit. Nun sollen ausgerechnet Mittel, die diesen Akteuren in Aussicht gestanden hätten, für ein Projekt verwendet werden, in das diese Akteure bislang nicht einbezogen wurden. Wir haben Verständnis dafür, dass die Zeiten turbulent sind und zweifellos stecken viele, viele gute Intentionen in dem Kulturinselkonzept. Sie werden hoffentlich dennoch verstehen, dass dieses Vorgehen für Enttäuschung gesorgt hat. Und dennoch, es ist uns allen nicht gedient, wenn das Kulturinselkonzept nun im Streit zerrieben wird. Es ist auch in unserem Interesse, das Beste daraus zu machen, denn die Grundidee ist richtig. 260.000 Euro von 500.000 werden als Honorare direkt den Künstlern zukommen, so habe ich es zumindest gelesen. Und wir begrüßen ausdrücklich, wenn wie im Kulturausschuss beschlossen, das Kuratorium zur Auswahl der beteiligten Künstler noch breiter aufgestellt werden kann. Meine Damen und Herren, lassen Sie uns für die Zukunft die Lehre daraus ziehen, dass wir daran arbeiten, dass solche Dinge besser laufen müssen, kommunikativ besser laufen müssen. Zweifellos hätte dadurch ein Großteil der Aufregung der letzten Wochen vermieden werden können. Ich möchte an dieser Stelle eine Lanze brechen für die Kommunikationswege über unsere Verbände. Viele von Ihnen kennen uns oder zumindest einige von uns. Die Kollegen und Kolleginnen vom Clubnetz, von Dave und vom Tanznetz leisten mit ihren Formaten Großartiges für diese Stadt, schaffen Begegnungsräume und machen unsere Stadt für Bürger und Besucher attraktiv. Aus meinem eigenen Verband kommen unter anderem die Konzepte für Kino-Karaoke und dem Open Future Lab, von Prime und sonst so. Wir alle arbeiten konstruktiv und zielorientiert. Ich denke, die entsprechenden Mitarbeiter in den Ämtern können dies bestätigen. Wir alle haben gute Ideen für diese Stadt und möchten die vielen guten Geschichten, die hier in Dresden geschehen, gerne noch viel bekannter machen. Wir würden uns freuen, wenn auch die Kulturinseln noch zu einer guten Geschichte werden. An uns soll es nicht liegen. Vielen Dank. So, als Nächsten darf ich Herrn Klein bitten um seinen Redebeitrag. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren und natürlich auch sehr geehrte Zuschauer, vor allen Dingen am Livestream, weil letztendlich machen wir das ja natürlich für die Bürger und Bürger dieser Stadt und natürlich für alle, die da draußen jetzt zugucken. Herzlichen Dank, dass ich heute hier die Gelegenheit habe, nochmal, auch wenn kurzfristig, muss ich sagen, hier nochmal ein paar Worte dazu zu sagen und zu unterstützen. Warum stehe ich hier? Für wen stehe ich hier? Ich bin, das wissen Sie sicher, der Geschäftsführer oder Hauptgeschäftsführer von den Dehoga Sachsen, also 2000 Unternehmen in Sachsen, aber ich spreche heute für Dresden. Aber ich spreche auch für die Stimmen, die täglich bei uns in der Hotline anrufen. Wir haben mittlerweile pro Tag zwischen 400 und 500 Anrufe aus dem gesamten touristischen und auch kulturellen Bereich. Und deswegen weiß ich sehr genau, wo der Schuh drückt bei den Bürgern dieser Stadt, weil wir auch dort gespiegelt bekommen von Kulturunternehmern, von Kleinstunternehmern, wo drückt der Schuh. Wir haben insgesamt in der Branche 19.000 Mitarbeiter, die zum Großteil momentan in Kurzarbeit sind. Und das im Niedriglohnsektor, das wissen wir, ist für die, die das momentan leben müssen, eine sehr, sehr große Herausforderung, mit diesem 60% oder 67% in Kurzarbeitergeld zurechtzukommen. Und jetzt fragen Sie sich ja, was hat das damit zu tun mit den Kulturinseln?
Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir schnell als Stadt, und ich sage bewusst schnell, weil wir befinden uns in einer Krise, da müssen Entscheidungen getroffen werden. Diese Entscheidungen, die sind vielleicht immer nicht immer die richtigen, aber die Endkonsequenz ist vielleicht, dass man das tut, etwas macht, das ist das Wichtige. Und ich habe den Vergleich, jetzt komme ich wieder auf die Verantwortung in meiner Position für ganz Sachsen zurück, mit Leipzig, mit auch Pirna, mit anderen Städten in Sachsen, aber auch überregional, mit anderen Städten in Deutschland. Und jede Stadt versucht momentan, die Krise in ihrer Stadt zu bewältigen, mit guten, aber auch mit schnellen Entscheidungen. Und es ist ganz wichtig, dass Sie hier auch über Parteigrenzen hinaus schnell gute Entscheidungen treffen für Dresden. Und das möchte ich nur als Appell mitgeben, weil es wichtig ist, auch vielleicht, wie mein Vorredner so schön gesagt hat, nicht jede Entscheidung in der Schnelligkeit ist dann mit manchen Dingen konform oder schnell nachvollziehbar. Aber wenn man alles mit allen ausdiskutiert, kommt man in Krisenzeiten auch manchmal nicht so schnell voran, wie man muss. Und wir befinden uns als Dresden im harten Konkurrenzkampf mit anderen Städten. Und die Mitarbeiter und Bürger dieser Stadt, die möchten von ihren Abgeordneten, von ihren Stadträten auch Entscheidungen, die sie schnell voranbringen. Es nützt nichts, wenn wir in 5 Wochen oder in 3 Monaten Kurzarbeitergeld erhöhen oder irgendwas. Die wollen jetzt von Ihnen eine Hilfe haben. Und ich sehe in dieser Chance, auch die Stadt Dresden schnell und gut zu vermarkten. Und wenn ich sagen darf, Sie haben eine sehr, sehr gute DMG-Geschäftsführerin momentan, die das auch schnell und effizient umsetzen kann, dann sollten Sie diese Chance nutzen. Und das jetzt. Noch ein paar Zahlen vielleicht dazu. Viele Betriebe in Dresden arbeiten momentan gerade mal mit einer Auslastung von 30, wenn überhaupt mit 40%. Das sieht in der Sächsischen Schweiz ganz anders aus. Aber hier in Dresden, und das sind 1.336 Betriebe, die in der Gastronomie gelistet sind, nur in der Gastronomie. Wir reden auch gar nicht von den ganzen Kulturschaffenden, einzelnen Unternehmen und so weiter, Stadtführern. Und die rufen bei uns an und die sagen, tut was für diese Stadt, kümmert euch dafür, dass wieder Touristen in die Stadt kommen, dass wir Arbeit haben. Ich bin Einzelunternehmer, ich habe eine kleine Hilfe bekommen, vielleicht 1.000 Euro. Das auch an der Stelle vielleicht nochmal ein Dank an Sie, das muss man auch sagen. Nicht, dass ich vergesse, diese Ersthilfe, diese 1.000 Euro. Aber sicher auch, dass Sie das gemacht haben, dass Sie schnell entschieden haben, die Sondernutzungsgebühren eben zu senken, dass Sie für die Gastronomie Außenflächen geschaffen haben. Das waren Maßnahmen, die schnell und effizient waren. Da waren Sie am Platz 2 hinter Leipzig, aber Sie war sehr, sehr schnell. Danke an dieser Stelle von den Branchenbeteiligten, auch von den Mitarbeitern, dass Sie das so schnell entschieden haben. Und wir würden uns freuen, wenn wir dieses Jahr sogar vor Leipzig wären, wenn wir ein Programm aufsetzen würden, was schnell wieder Touristen bringt, was wirbt. Und wir könnten für Dresden ein sehr, sehr positives Signal setzen. Und wir wissen, wir haben in Dresden nicht immer in der Vergangenheit nur positive Signale gesendet. Das wäre eine Möglichkeit, Dresden nach außen hin, wenn wir die Ersten sind, auch richtig positiv zu positionieren. Meine Bitte, unterstützen Sie sozusagen die Aktion, die anderen Kulturaktivitäten, die wir planen, die Sie langfristig planen, die können genauso gut durchgeführt werden. Jetzt kommt es darauf an, schnell zu punkten. Herzlichen Dank. So, damit steigen wir ein in die Fraktionsrunde. Den Änderungsantrag, da haben Sie recht. Wir machen erstmal Änderungsantrag und dann steigen wir in die Fraktionsrunde ein. Das kann ich aber schon mal sagen. Es beginnt Fraktion Die Linke dann, Frau Abel, dass Sie sich schon vorbereiten können. Also, erstmal Änderungsantrag, Herr Kaniewski. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, um gleich mal auf den Aspekt der Schnelligkeit einzugehen. Diejenigen, die schon länger dabei sind, werden das sicherlich feststellen, das ist eine der Vorlagen, die ich in diesem Rat bisher mit am schnellsten gesehen habe. Also insofern, dieser Rat ist ja durchaus in der Lage, schnell zu handeln und wir haben das ja auch in den letzten Wochen und Monaten getan. Sehr berechtigterweise ist auf die Soforthilfe angesprochen worden. Wir werden heute noch über einen weiteren Antrag sprechen, der sich an die Kulturszene richtet, eben auch eine schnelle Hilfe. Wir liefern ja gerade schon, aber die Schnelligkeit darf auch nicht dazu führen, dass man notwendige Debatten eben nicht miteinander führt. Und ich finde dafür, dass diese Vorlage
sehr, sehr kurzfristig eingegangen ist. Wir eine Ausschusssitzung im Fachausschuss hatten, je nachdem, wie man es definiert, ob man das als eine kulturpolitische oder eine wirtschaftspolitische Vorlage sieht, sehr lange diskutiert hat, sehr intensiv, weil es eben notwendig ist. Denn es geht immerhin um 500.000 Euro Steuermittel, die wir entweder hier einsetzen oder in einem anderen Bereich, in dem Hilfe auch notwendig ist. Insofern ein bisschen Zeit auch für demokratisch legitimierte Entscheidungen sind schon notwendig und ich glaube, wir haben jetzt noch nicht so viel Zeit verloren an der Stelle. Wir haben in den letzten Tagen, um genau zu sein, seit Montag, seitdem wir das Ganze im Kulturausschuss diskutiert haben, eine sehr lange und intensive Debatte gehabt, vordringlich unter den kulturpolitischen Sprecherinnen und Sprechern der demokratischen Fraktionen. Und ich finde, das ist auch sehr notwendig, weil die Idee der Kulturinsel, das ist ein Punkt, der auch in der medialen Wahrnehmung und auch heute schon im Ansatz ein bisschen durchgekommen ist, ist ja gar keine schlechte. Aber die Frage ist, wenn wir helfen wollen, gerade auch im kulturellen Bereich und der Wirtschaft, warum docken wir dann denn nicht an in dem Bereich und sagen, okay, wir setzen jetzt, wo wir die Chance haben, weil wir eben keine Zeit verlieren wollen, noch was drauf. Wir machen was für den Tourismus und wir machen auf der anderen Seite aber eben auch was für die Kultur schaffen. Das heißt eigentlich eine doppelte Optionierung dieser Vorlage des Oberbürgermeisters. Sie sehen von Fraktionen von Grünen und SPD einen Änderungsantrag auf ihren Tischen. Das ist der dritte Zettel, der dann ausgegeben wurde, zumindest bei einem Teil. Da eine kleine Entschuldigung an die Verwaltung, die heute sehr viel zu drucken hatte. Es ist nun manchmal einfach so, dass wenn Dinge schnell gehen, müssen sich auch Fehler einschleichen. Sie haben diesen Antrag vorliegen, der versucht, einen Kompromiss zu finden aus dem, was wir im Kulturausschuss diskutiert haben, und dem, was die Kulturpolitikerinnen und Kulturpolitiker hier im Stadtrat meinen, an zusätzlicher Unterstützung für die Kulturbranche noch mitgeben zu wollen. Der erste Punkt erklärt sich relativ eigenständig, denn er ist einfach nur eine Rückkehr zum grundsätzlichen Punkt aus der Vorlage des Oberbürgermeisters. Der Punkt 2 ist tricky, tatsächlich, weil den muss man sich angucken und man muss dann auch verstehen und verstehen wollen, was man mit diesem Punkt 2 möchte. Der Punkt 2 ist eine 1b. Vielen Dank, Christiane Filius-Jene, 1b. Der Punkt 1b in der Ergänzung, in der Änderung, im Änderungsantrag, ist ein Zusatz zu den Kulturinseln, eine Unterstützung für die Dresdner Kulturschaffenden, für Initiativen, für Agenturen, für die Clubszene, um eben parallel zu den Kulturinseln auch Kulturinstitutionen und Kulturakteure noch zu stärken. Wir schlagen Ihnen vor, genau wie bei den Kulturinseln, nochmal 500.000 Euro für ein Projekt in die Hand zu nehmen, wo weitere Kulturakteure mit Unterstützung finden können. Wir bringen Ihnen im Ergänzungsteil 1c den Hinweis, dass die Projekte, es wurde gerade schon angesprochen, die bisher nicht zum Zuge gekommen sind, obwohl sie eigentlich Projekte machen, die auch jetzt zum Beispiel im Rahmen der Kulturinseln umgesetzt werden könnten, dann eben auch noch möglicherweise eine Beachtung finden. Ich möchte bei Ihnen allen wirklich nochmal darum werben, sich diesen Änderungsantrag zur Vorlage des Oberbürgermeisters anzuschauen, weil ich glaube, dass es unserer Kultur hier in Dresden helfen kann. Kultur ist eben nicht nur ein Vehikel, um die Wirtschaft anzustoßen, sondern Kultur ist auch eigenständig hilfreich. Und Corona darf weder der Wirtschaft, der Gastronomie, den Hoteliers noch der Kultur die Luft zum Atmen nehmen. Und wenn wir immer sagen, wir sind stolz auf unsere Kulturstadt, dann lassen Sie uns heute 500.000 Euro mehr in die Hand nehmen, sogar eine Deckungsquelle, die mir signalisiert wurde, solide ist, steht drinne. Dann lassen Sie uns die 500.000 Euro in die Hand nehmen und sagen, ja, wir unterstützen die kommunale Kulturszene in einem weiteren Paket. Nun ist ja Politik das Aushandeln auch von Kompromissen und deswegen muss ich jetzt mit Ihnen noch in die Textarbeit gehen, was den Punkt 1b angeht, denn wir haben uns noch mal ein bisschen miteinander unterhalten und vielleicht ist das ja eine Möglichkeit, wie ja auch noch eine solide Mehrheit für den Ergänzungsantrag zustande kommen kann. Sehen Sie sich bitte den Punkt 1b an und vor den gesamten Punkt 1b soll gesetzt werden, der Oberbürgermeister wird beauftragt, dem Stadtrat zur nächsten regulären Sitzung ein Konzept zur kurzfristigen kommunalen Kulturförderung unter den folgenden Maßgaben vorzulegen. Doppelpunkt und dann weiter im Text 1b, so wie es jetzt im Änderungsantrag drin ist. Ich würde mich da freuen, ich freue mich jetzt auch auf die Debatte, ich würde mich auf eine Zustimmung beim Ergänzungsantrag oder beim Änderungsantrag freuen. Die Kolleginnen
Filius Jene wird dann noch ausführen, was wir im Kulturausschuss noch an weiteren, aus unserer Sicht sinnvollen Ergänzungen mit vorgenommen haben. Lassen Sie uns was für Wirtschaft und für Kultur tun und das ganze Paket heute gemeinsam beschließen. Ich glaube, dann treffen wir heute auch einen sehr guten Beschluss. Vielen Dank. Soweit zur Vorstellung des Änderungsantrages. Jetzt steigen wir ein in die Fraktionsrunde. Es beginnt Fraktion Die Linke, Frau Abel. Sehr geehrter Oberbürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Die Linke hat drei Kritikpunkte an der Vorlage des Oberbürgermeisters. Der erste Kritikpunkt ist das Zustandekommen der Vorlage. Zuerst geht der Oberbürgermeister auf die Kulturbürgermeisterin zu und beauftragt ein Konzept zur Bespielung der Innenstadt ohne jegliche finanzielle Angaben. Zur gleichen Zeit findet ein Haushaltsstopp statt. Nur bereits durch Vertrag finanzierte Vorhaben sind noch durchführbar. Ist das ernst gemeint? Der erste Befragte lehnt die Gesamtverantwortung ab, findet die Idee aber charmant. Da er andere Verpflichtungen hatte, könnte er sich vorstellen, für einen Teil des Programms verantwortlich zu sein. Und er fragt einen weiteren Künstler, ob er sich da eine Mitarbeit vorstellen kann. Dieser nimmt erste Kontakte auf, aber nach wie vor ist völlig unklar, welches Geld dafür zur Verfügung stehen könnte. Gleichzeitig sind die verschiedenen von der Stadt geförderten kulturellen Einrichtungen von der Kämmerei aufgefordert worden, auf Teufel komm raus Einnahmen zu erzielen. Also arbeiten sie an einem Sommerspielplan mit Ticketeinnahmen. Jetzt soll ihnen zeitgleich kostenlose Angebote vor ihre Tür gesetzt werden. Dann, als nichts kommt von der Kulturszene, fordert Oberbürgermeister Hilbert, Meinl von First Class Konzept, Schröder von der Agentur und Förster von den Jazztagen auf, ein Angebot zu unterbreiten für 500.000 Euro. Sie schließen sich zusammen und geben ein Angebot ab. Das ist unsauber, das ist nicht akzeptabel, das riecht nach Begünstigung. Und Frau Christiane Filius-Jene sagt immer, das ist ein schlechtes Geschmäckle. Das finde ich zu niedlich. Ich finde, das ist ein schlechter, das ist ein bitterer Geschmack. Der zweite Grund für die Ablehnung. Die 500.000 Euro kommen durch 120.000 Euro durch das OB-Ressort zustande. Das ist der Wegfall der 18er-Jahre-Party. Aber 380.000 Euro kommen aus dem Kulturetat. Und wir wissen, dass dort 2 Millionen Defizit sind. Es gibt 7,1 Millionen Mindereinnahmen. Dafür gibt es auch 5,2 Millionen Minderaufwendungen. Da bleibt ein Rest von 2 Millionen Defizit. Und die Künstler, die allen Stadträtinnen und Stadträten den Brief geschrieben haben, schreiben, wie sie sich wahrscheinlich vorstellen können, haben wir als Dresdner Künstler, Veranstalter und freie Theater auch schon hilfesuchend und vorsichtig bei unserer Stadt, bei ihnen angeklopft. Einzig die erklärte Haushaltssperre ließ unsere Bitten verstummen. Woher kommt also plötzlich so viel frei verfügbares Geld und wer wusste im Vorfeld davon? Der dritte Grund für unsere Ablehnung. Das Konzept, welches Touristen nach Dresden bringen soll, überzeugt uns in keiner Weise. Es ist deutlich, dass dieses Konzept an den Akteuren vorbeigeplant wurde. Nicht anders ist zu verstehen, dass die Künstler, die hier aufgezählt werden in dem Konzept, zum Beispiel Herkuleskeule, Komödie, Boulevardtheater, diejenigen sind, die uns gestern diesen Brief zugesandt haben, aus dem ich zitiert habe. Aus diesem Grunde lehnen wir die Vorlage des Oberbürgermeisters in den Punkten 1 und 2 ab. Der Kulturausschuss hat sich intensiv damit beschäftigt. Die zusätzlichen Punkte, die der Kulturausschuss sich erarbeitet haben, denen können wir zustimmen. Und bei dem Antrag der SPD können wir ebenfalls auch der Ergänzung im Punkt 1b zustimmen. Danke. So, wir machen weiter. Wird von der SPD nochmal das Wort gewünscht? Ist damit erledigt. FDP, Herr Hase.
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, die Corona-Krise stellt, und das ist heute schon mehrfach gesagt worden, eine seit Monaten bisher unbekannte Herausforderung für uns dar. Während es in den letzten Wochen aber vor allem um die Bewältigung und die Eindämmung dieser Krankheit ging, richtet sich unser Blick nun nach vorn und wir sind dazu aufgefordert, uns den gesellschaftlichen und vor allem auch wirtschaftlichen Folgeschäden der Pandemie zu befassen. Dieser Prozess, der sicherlich sich nicht sehr schnell abschließen lassen wird und in dem wir in vielerlei Hinsicht erst am Anfang stehen, wird uns wohl noch einige Zeit beschäftigen. Vielleicht dauert er ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre. Niemand von uns weiß es. Vielleicht gibt es auch die vage Hoffnung, dass wir schneller als gedacht über den Berg kommen werden, alles nicht so schlimm wird und das normale Leben bald wieder auf das Niveau in der Zeit vor der Pandemie kommen möge. Wie dem auch sei, es bedarf ganz sicherlich erheblicher Anstrengungen, unsere Stadtgesellschaft aus der Krise herauszuführen. Ideenreichtum und Tatkraft sind dabei ebenso gefordert wie die Fähigkeit zum Ausgleich und zur Moderation divergierender Interessen und diffuser Ängste. Es braucht eine politische Führung, die den Menschen wieder Hoffnung und Optimismus verleiht, Zukunftsängste minimiert und Vertrauen in die Handlungsfähigkeit der Institutionen stärkt. Nur so werden wir diese Krise auch mental bewältigen. Vor diesem Hintergrund begrüßen wir ausdrücklich die Initiative des Oberbürgermeisters zur Belebung der Dresdner Innenstadt. Es ist der Versuch, in Zeiten der Unsicherheit, in Zeiten unklarer Lagebilder und großer finanzpolitischer Herausforderungen ein Zeichen zu setzen. Ein Signal, dessen Botschaft lautet: Es geht wieder los. Lasst euch nicht unterkriegen, blickt nach vorn. Die Idee, dabei Kultur mit Kommerz, Einkaufsvergnügen mit Kunstgenuss zu verquicken, der kann man sicherlich kritisch gegenüberstehen. Natürlich steckt da eine gewisse Ambivalenz drin. Doch was bitteschön ist die Alternative? Ein dezentrales, in den Stadtteilen durchgeführtes Sommerfestival? Davon profitieren sicherlich einige lokale Akteure der Kulturszene. Das belebt selbstverständlich nach Monaten des gesellschaftlichen Stillstandes das nachbarschaftliche Miteinander. Alles wichtige Punkte, ohne Frage. Aber kommen deshalb mehr Touristen zu uns? Wird dies irgendjemand in Wiesbaden, Hamburg, Stuttgart oder sonst wo dazu veranlassen, im Sommer 2020 nach Dresden zu reisen? Ich glaube, wir sollten hier nicht Äpfel mit Birnen verwechseln und uns nochmal die Idee des Konzeptes Dresdner Kulturinseln 2020 ansehen. Nein, es geht eben nicht um ein Rettungspaket für die freien Träger in der Dresdner Kulturlandschaft. Nein, dies ist auch keine Kompensation für erwartete oder befürchtete Einnahmeausfälle verschiedener künstlerischer Akteure. Damit würde man das Konzept überfrachten, missversteht seine eigentliche Intention. Es geht schlichtweg um eine Initialzündung zur Belebung des innerstädtischen Geschäftslebens unter Zuhilfenahme der Kultur. Kultur ist in einer Stadt wie Dresden eben auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Dieser Satz wird immer gerne dann betont, wenn es darum geht, die eigene Wichtigkeit gegenüber den Geldgebern der öffentlichen Hand herauszustellen. Doch das Verständnis dafür scheint zu schwinden, wenn man sich aus der eigenen Komfortzone herausbewegen soll und vielleicht nicht an der ersten Stelle möglicher Zuwendungsempfänger steht. Gerade vor dem Hintergrund, dass in diesem Jahr wahrscheinlich viele Deutsche im Inland Urlaub machen werden, sollten und müssen wir aber alles dafür tun, dass die Angebote und die Attraktivität des Reiseziels Dresden gesteigert wird. Diese ganz klar wirtschaftspolitisch konnotierte Stoßrichtung des Konzeptes entpflichtet uns natürlich nicht davon, generell darüber nachzudenken, was uns die Kultur in den nächsten Jahren in dieser Stadt wert sein wird, ja wert sein muss. Es wird Einschnitte geben, so viel ist sicher, und uns ist allen klar, dass wir den Gürtel enger schnallen müssen und zur Sparsamkeit aufgerufen sind. Doch die Frage ist, wie und wo gespart wird. Es gibt da meines Erachtens parteiübergreifend eine große Einigkeit, dass wir trotz des finanziellen Drucks unbedingt verhindern müssen, dass im Kultursektor substanzielle Verluste eintreten. Dazu gehört selbstverständlich auch die freie Szene mit ihrer Vielstimmigkeit und ihren ganz spezifischen Bedürfnissen. Ich warne allerdings davor, dass wir alle in diesem Politikfeld entstehenden Konflikte versuchen, einfach mit Geld zu lösen. Das wird uns nicht gelingen. Dazu werden uns schlichtweg die finanziellen Mittel fehlen. Und ja, es wird auch im Kultursektor Verlierer geben. Und nicht alle können gerettet werden. Auch das muss einmal klar und deutlich ausgesprochen werden, selbst wenn es unangenehm und unpopulär gegenüber dem eigenen Klientel ist. Falsche Versprechungen und unerfüllte Hoffnungen helfen da niemandem weiter.
Zurückkommend auf das Konzept zur dezentralen Belebung der Dresdner Innenstadt hoffe ich, dass dies keine Eintagsfliege bleibt. Sollte das Format Erfolg haben, sollten wir zügig daran gehen, für eine Fortschreibung über das Jahr 2020 hinaus zu sorgen. Alles, was unsere Innenstadt belebt, den Tourismus fördert und die Kulturszene belebt, wird dabei die politische Unterstützung der Liberalen finden. Vielen Dank. Wir setzen fort mit Fraktion Freie Wähler, Frau Dagen. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kollegen, liebe Gäste. Manchmal muss man das Chaos ein bisschen schütteln und es wird ein Wunder daraus. Aha. So steht es in dem Konzept der Dresdner Kulturinseln und mir scheint, nun ist man endgültig auf dem Niveau von Kalendersprüchen angekommen, denn im Chaos und von ein bisschen Schütteln wird sich das Wunder wohl nicht einstellen. Und bitte, was denn für ein Wunder und bitte, welches Chaos? Die Situation ist folgende. Selbstständige und Freischaffende haben unter den Corona-bedingten Maßnahmen besonders zu leiden. Dies betrifft fast alle Branchen. Der Kulturbetrieb hat schon in den letzten Jahren immer mal wieder ein finanzielles Wunder benötigt. Dabei wäre, so meine ich, Chaos der Kunstausübung eher zuträglich, wenn es nämlich darum geht, seine künstlerische Arbeit nicht nach Förderbedingungen auszurichten, sondern Kunst, die eigene zumal, als etwas von langfristigem Wert zu betrachten. Dies allerdings ist in den Amtsstuben ganz selten nur in aufgesetzte Programme umzumünzen. Das Konzept Dresdner Kulturinsel ist ein solch freundlich erdachtes und über den Status der Skizze, nämlich des Erdachten, auch nicht hinausgekommen. Das sprachliche Bild der Insel soll dann wohl das zu erschütternde Wunder gewesen sein. An Rettung und Gesundung ist dabei nicht gedacht. Denn dies wird sich weder für den Künstler, der in Stundenfolge häppchenweise Kultur darbietet, noch für die Stadt Dresden einstellen, die sich dies immerhin eine 500.000 Euro kosten lässt. In Zeiten von schnell zu erlangenden Wundern war und ist das sicherlich kein Problem, in den derzeitigen allerdings schon. Wenn die Haushaltssperre zwar ausgerufen, aber von unterschiedlicher Seite immer wieder aufgeweicht wird, wenn ein Teil der 500.000 aus dem Budget der städtischen Kulturförderung kommen soll, wo doch der kommunale Kulturbetrieb schon bei der Ankündigung, 6 Millionen Euro allein im nächsten Jahr einsparen zu müssen, ächzt. Und jeder, der bei klarem Verstand ist, weiß, dass dies nur der Anfang ist. Dennoch glaube ich, dass wirtschaftlich schlechte Zeiten immer auch beste Zeiten für die Kreativen sind und dass es weniger einer marktangepassten Häppchen-Eventkultur als vielmehr einer wertschätzenden Anerkennung konstant und hart arbeitender Künstler und Veranstalter bedarf. Und da reicht es eben nicht, die ohnehin frequentierten Dresdner Sehenswürdigkeiten nun zusätzlich zu bespielen, ungefragt prominente Künstler in einer sehr eilig dahingeschusterten Präsentation darzubieten und dem Kleingedruckten dort zur Kostenstruktur dann doch endlich darauf hinzuweisen, noch nicht zu wissen, wer die Künstler bucht und wer der Veranstalter sein wird. Schnelligkeit, so meine ich, ist noch nie ein Qualitätsmerkmal gewesen. Neben manch großem Fragezeichen erhält hier vor allem das hehre Ziel der Unterstützung von Künstlern, von Gastronomen, von Kultureinrichtungen, von Dresdnern, von Gästen, von Jungen und von allen, also von allen, umfänglich durchdacht scheint es mir allerdings nicht. Dieser Antrag, eingebracht vom Oberbürgermeister selbst, ist daher, so finde ich, eher ein Angebot als ein Plan und auch eher eine Goodwill-Aktion unter Freunden und dennoch ein Anfang, eine Erkenntnis. Dass wir es nämlich verdammt nochmal vermisst haben, ins Konzert und ins Theater und ins Kino zu gehen, vermisst haben wir hier in der schönsten Stadt der Welt, in der schönsten Stadt der Welt zu bummeln, am Fluss oder im Café zu sitzen. Und wir haben es auch vermisst, uns zu begegnen und uns ins Gesicht zu sehen.
Als Dresden noch Kulturhauptstadt werden wollte, ich erinnere daran, waren es doch gerade die vielen dezentralen Orte, die dies alles ermöglichen, die neuen Bühnen, die dort und da sie zum Blühen und Leuchten gebracht werden sollten. Schließen wir doch an diese Vision an und vergessen darüber nicht jene, die auch im Herbst und im Winter und im Frühjahr ihre Türen öffnen und dies mit eigenem Risiko. Diesem sicherlich gut gemeinten, allerdings auch sehr teuer bezahlten und erkauften Antrag zum kurzfristigen Wohl einiger weniger Künstler kann ich daher nicht zustimmen. Und ich möchte nicht verheimlichen, dass wir in der Fraktion dazu noch keine Einigkeit gefunden haben. Nicht zustimmen, dies im Sinne der Kunstausübung, wie ich sie verstehe, denn Wunder, so meine ich, werden eben nicht aus dem Ärmel geschüttelt, sie werden tagtäglich erarbeitet. Vielen Dank. Als nächste Fraktion, Bündnis 90 Die Grüne, Frau Filius-Jene. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, Richard Kaniewski hat ja vorhin schon gesagt, ich soll noch ein bisschen was zu den Ergänzungen sagen, die wir in den federführenden Ausschussbericht noch mit einer breiten Mehrheit reingestimmt haben. Da danke ich ausdrücklich auch Frau Nikoloff für die Anregung, die Pagoden, die ja das Grundkonzept in der Vorlage des Oberbürgermeisters mit den Kulturinseln sind und die aber tagelang dann nicht genutzt werden, weil es ja immer nur verlängerte Wochenendbespielungen sein sollen, für außerschulische, oh, Sie wissen das immer besser, wie das genau heißt. Also jedenfalls in der schulfreien Zeit für außerschulische Aktivitäten nutzen zu können. Das, glaube ich, war eine sehr gute Ergänzung. Ansonsten möchte ich einfach auch noch mal sagen, ich habe lange darüber nachgedacht, was mich eigentlich letztlich trotz des guten Ansatzes, den ich auch sehe, und der Zielsetzung dieser Vorlage, was mich daran stört. Wir sind nicht Castrop-Rauxel. Ich will dieser Stadt nicht zu nahe treten, aber in Castrop-Rauxel, glaube ich, wenn man da sagt, man will eine Sommerbespielung, dann setzen sich vielleicht Leute hin und machen ganz schnell irgendwie ein Konzept. Wir sind doch eine Kulturstadt. Und gerade im Sommer, und da komme ich jetzt auf die Leute, die hier uns angeschrieben haben, das sind alle die, die wirklich auf eigenes Risiko Wirtschaftsbetriebe haben, die Kultur machen. Seien es die Filmnächte, sei es die Komödie, die jetzt so super Übigau bespielt. Also ich meine, Übigau war doch lange tot und wir reden jetzt nicht davon, was mit dem Gebäude los ist. Aber dann haben wir den Palais-Sommer, das ist ja auch eine unglaubliche Sache. Und wenn jemand vorher gefragt hat, ja, warum kommen die Leute hier hin? Ich glaube, wenn man in Wiesbaden oder was vorher genannt wurde, mal wüsste, dass es einen Palais-Sommer gibt, und dass Übigau von der Komödie bespielt wird und dass es Filmnächte gibt, bei denen wir jetzt demnächst sogar noch Konzerte der Philharmonie erleben können, dann sind es auch Anlässe. Und das ist genau der Punkt, dass also dieses Gefühl, was irgendwie abgestrahlt wird, ach ihr alle, die ihr hier euch eigentlich auch tagtäglich für diese Stadt und natürlich auch fürs eigene Überleben nach Corona den Hintern aufreißt. Ich sage es jetzt mal wirklich so, das nehmen wir gar nicht wahr, sondern wir brauchen jetzt noch mal was ganz anderes, was ganz Neues, um Touristen hierher zu holen. Ich bin ja durchaus bei Ihnen, Herr Klein, dass wir das unbedingt brauchen, weil die Kultur ist der Wirtschaftsmotor in dieser Stadt. Das muss uns allen immer wieder klar sein. Und ich nehme das sehr, sehr ernst, was die Gastronomen und die Hotellerie an uns auch herantragen. Und wir können es uns nicht leisten, dass wir diese Branchen sozusagen am langen Arm verhungern lassen. Deswegen sind alle Initiativen gut, die wir haben, um die Stadt zu beleben. Und ich lese jetzt mal, liebe Anja Apel, ich glaube, ich muss es jetzt doch mal sagen, man kann in dem Brief
denn die Initiativen hier, Filmnächte etc., nenne ich jetzt mal, kann man den ganz negativen Satz lesen. Ich lese gerne den positiven. Die sagen nämlich, was wäre, wenn all diese faszinierenden und deutschlandweit größtenteils einmaligen Kulturangebote, ich habe gerade welche schon genannt, über ein zusätzliches Budget in Höhe von über 500.000 verfügen würden. Was wäre, wenn all das, was es sowieso schon gibt oder geben soll, gebündelt vermarktet und auch national bekannt gemacht werden würde? Was wäre, wenn die bereits entlohnten und trotzdem nicht zur vollen Entfaltung kommenden Künstler und Aktionen der städtischen Theater damit eingebunden werden? Da sind ja konkrete Ideen mit drin. Und am Ende heißt es, was wäre, wenn eine Kulturstadt wie Dresden auf alle ihre Künstler und auf ihre gesamte Kulturwirtschaft stolz wäre und dies laut sagen würde? Und ich denke, das ist auch der Versuch, nochmal von Richard, dem ich dafür auch ausdrücklich danke. Ich sage selbstkritisch, es war auch in der eigenen Fraktion umstritten. Wir hatten ja Signale vom Oberbürgermeister, dass er da auf keinen Fall akzeptieren könnte, wenn die Kultur, die Haushaltssperre an einer Stelle aufgehoben wird, was wir eigentlich im Kulturausschussbericht reinverhandelt hatten. Ich halte das immer noch für falsch, dass wir eine Haushaltssperre haben, aber das ist, wäre jetzt nochmal anderweitig zu diskutieren. Und wir haben jetzt eine Deckungsquelle, wir haben die Möglichkeit, diese ganz breite Kulturwirtschaft, ich habe die alle schon genannt, mit ins Boot zu holen und vielleicht wirklich jetzt mal richtig nochmal in den Sommermonaten Dresden wie eine neu erblühte Blüte entfalten zu lassen und den eigenen Leuten Lust zu machen, auszugehen. Auch die geben Geld aus, wenn sie abends dann noch sitzen und Bier und Wein trinken und Leute von außen holen. Aber auch mit den Pfunden, die wir haben, wuchern. Und deswegen würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn es gelänge, eine Mehrheit für den Änderungsantrag oder Ergänzungsantrag, das heißt den Änderungsantrag zum federführenden Ausschussbereich, der Bericht, den Herr Kaniewski vorgestellt hat, zu bekommen, weil ich sage es an dieser Stelle auch, das ist für uns als Fraktion, wäre das auch der entscheidende Punkt, damit wir der Vorlage insgesamt zustimmen können. Und ich würde ihr gerne zustimmen, wenn die Bedingungen, die Rahmenbedingungen stimmen. Vielen Dank. Wir setzen fort mit der CDU-Fraktion, Herr Kahn. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie werden sich sicherlich erinnern, wir haben am 15. Mai hier an diesem Ort eine Aktuelle Stunde gehabt, auf Antrag der CDU-Fraktion, und dort haben wir uns gemeinsam unterhalten zu der Frage, wie können wir als Landeshauptstadt Dresden mit den uns gegebenen Möglichkeiten die heimische Wirtschaft unterstützen, um die Corona-Krise zu überwinden. Und ich war damals der Meinung, dass wir da alle sehr engagiert bei der Sache waren, auch sehr konstruktiv gesprochen haben und uns auch um die Dramatik der Sache bewusst waren. Wir haben als CDU-Fraktion im Nachgang nochmal einen Antrag eingebracht, der ja aktuell im Geschäftsgang ist. Dort geht es nochmal um die Stärkung des Wirtschaftsstandortes, und dort haben wir in dem ersten Punkt, wenn Sie sich erinnern, den Oberbürgermeister nochmal aufgefordert, darüber nachzudenken, ob es weitere Sofortmaßnahmen für die Dresdner Unternehmerschaft geben kann, ob es Möglichkeiten gibt, den Neustart des Fremdenverkehrs zu unterstützen, beispielsweise durch die Schaffung von Reiseanlässen, durch das Hochfahren des Tourismusmarketings, aber auch durch die Belebung der Innenstadt. Und ich bin dem Team um den Oberbürgermeister und auch dem Oberbürgermeister selbst sehr dankbar, dass jetzt ein konkreter Vorschlag bereits auf dem Tisch liegt. Und die Dresdner Kulturinseln mit dem Ziel einer dezentralen Belebung der Dresdner Innenstadt
ist doch ein Konzept, was wir vorgelegt bekommen haben, was in der Kürze der Zeit schon in einer gewissen Form Hand und Fuß hat. Es ist noch nicht alles bis zu Ende geplant, das ist, denke ich, auch nicht leistbar. Aber die grundsätzliche Idee und das, was uns hier geliefert wird, befürworte ich und das befürwortet auch meine Fraktion. Gemäß Konzept soll die Durchführung durch die Dresden Marketing GmbH erfolgen. Das halte ich auch für eine gute Idee, weil die DMG ja auch verantwortlich ist für das Tourismusmarketing. Und da kann neben der Bewerbung der Filmnächte, des Palais-Sommers, der neuen tollen Aktivitäten in der Staatsoperette natürlich auch dieses neue Konzept ein weiterer Bestandteil sein, um hier für Belebung in der Stadt zu sorgen. Und die Idee von 12 Standorten, wo 7 Wochen lang immer vom Donnerstag bis sonnabends Kultur angeboten wird, aus dem reichhaltigen Angebot, was wir hier in der Stadt haben, und zwar von freiberuflichen Künstlern, denen wir ja, wie wir wissen, es finanziell momentan schlecht geht. Das ist doch, denke ich, ein Pfund, mit dem man wuchern kann. Und es sollen am Ende auch nur Künstler sein aus dem Postleitzahlgebiet 01, weil wir sagen, es sollen genau die letzten Endes davon profitieren. Das heißt, wir haben auf der einen Seite ein Konzept zur Belebung der Innenstadt und der übergroße Anteil des Geldes, und zwar über 260.000 Euro, stehen für Künstlerbudgets zur Verfügung, die diese Künstler am Ende erhalten werden. Wir haben auch nochmal nachgefragt, wie denn am Ende die Höhe dieser Budgets und der Künstlergagen bemessen wird. Hier ist uns auch nochmal versichert worden, dass es nicht darum gehen kann, möglichst viel Programm für möglichst wenig Geld der Landeshauptstadt Dresden zu gestalten, sondern natürlich hier auch faire Gagen zu bezahlen. Demfolgend gab es dann eine eindeutige Abstimmung im Ausschuss für Wirtschaftsförderung am 17.06., wo es keinerlei Gegenstimmen gab. Wir haben dort zugestimmt. Und am Montag im Kulturausschuss hat sich dann allerdings ein anderes Bild ergeben. Am Montag im Kulturausschuss wurde von einigen Fraktionen der Versuch gestartet, am Konzept der Dresdner Kulturinseln die Haushaltssperre auszuhebeln und zu versuchen, eine Situation zu schaffen, wenn wir dem Konzept des OBs zustimmen, dann aber nur, wenn wir den Hebel in Bewegung setzen und die Haushaltssperre damit lindern können. Und ich sage Ihnen, das geht so nicht. Das kann man so nicht machen, weil das Ergebnis, was Sie damit erreichen, doch klar ist. Der Oberbürgermeister hat relativ schnell gesagt, dann muss ich diesem Beschluss widersprechen. Das heißt, Sie waren bereit, das Konzept der Dresdner Kulturinseln zu opfern im Kampf gegen die Haushaltssperre. Das halte ich für bemerkenswert. Ich bin froh, dass Sie sich mittlerweile bewegt haben, dass die Diskussionen zwischen den Fraktionen dazu geführt haben, dass Sie von diesem Weg abgekommen sind. Und dass wir jetzt einen Vorschlag auf dem Tisch haben, Herr Kaniewski hat ihn vorgestellt, der die Sache abmildert. Ich will noch nicht sagen verbessert, aber abmildert. Und ich bitte in dem Zusammenhang nochmal die Verwaltung, dazu Stellung zu nehmen, weil unser Abstimmungsverhalten wird maßgeblich davon abhängen, ob dieser Finanzierungsvorschlag, den Sie jetzt aktuell bringen, von der Verwaltung akzeptiert werden wird. Das heißt, ich möchte, bevor wir heute abstimmen, von der Verwaltung wissen, ob es für den Fall, dass das, was Sie als Ergänzungsantrag fordern, beschlossen werden würde, es einen Widerspruch des Oberbürgermeisters gibt. Dem könnten wir nicht zustimmen, weil wir nicht bereit sind, unter diesen Bedingungen das Konzept zu opfern. Wir wollen ein Konzept beschließen, und zwar die Dresdner Kulturinseln, wo es keinen Widerspruch des Oberbürgermeisters gibt. Und deshalb bitte ich hier an dieser Stelle nochmal um Klärung. Und damit ist auch unser Abstimmungsverhalten kurz erläutert, wie wir uns heute hier verhalten werden. Uns liegt viel daran, dieses Konzept heute auf den Weg zu bringen und möglichst schnell damit zu starten und mit diesem Konzept ein kleines weiteres Mosaiksteinchen zu erhalten, womit wir den Dresden-Tourismus beleben können und das letzten Endes über die Belebung der
Dresdner Innenstadt. Vielen Dank. So, und zum Abschluss der Fraktionsrunde die AfD-Fraktion, Herr Rentsch. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, geehrte Stadträte, liebe Bürger. Seit mehreren Tagen ist das Thema Kulturinseln in der Öffentlichkeit omnipräsent. Bei der Mehrheit der Personen, mit denen ich darüber gesprochen habe, kam kein Enthusiasmus auf, aber zumindest Wohlwollen. Nach dem Motto, ein Versuch sollte es wert sein. An dieser Stelle möchte ich einen kurzen Abriss der vergangenen Tage geben, wie sich die Situation uns offenbarte. Über mehrere Wochen demonstrierten freischaffende Künstler unter der Überschrift Stumme Künstler für die gleichberechtigte Berücksichtigung staatlicher Hilfen infolge des pandemischen Staatsversagens auf den Elbwiesen. Im Laufe dieser Demonstration fanden sich drei Protagonisten der freien Marktwirtschaft, welche der Stadt Angebote offerierten, um einen künstlerischen Kollaps in der Dresdner Kulturlandschaft zu verhindern. Infolgedessen formierte sich eine Angebotsgemeinschaft mit dem Ziel, alle Künstler der hiesigen Szene gleichberechtigt daran teilhaben zu lassen. Der Oberbürgermeister und die Vertreter des Geschäftsbereichs Kultur und Tourismus nahmen diese Offerte dankend an, forderten das Angebot der Gemeinschaft ein und reichten somit auf unkomplizierte Art und Weise der Kunstszene die Hand. Die darauf folgende Intention der ursprünglichen Vorlage hatte Folgendes zum Ziel: das öffentliche Leben neu zu befruchten und wirtschaftliche Schäden für einen Teil der Dresdner Bevölkerung zu minimieren. Die Kulturinseln sollen eben gerade keine Kleinkunst- und Kreativförderung sein. In einer Art Feldversuch wäre es damit sogar denkbar, als einer der ersten deutschen Städte die gegenwärtige Wirtschaftskrise auf diesem Sektor zu überwinden. An dieser Stelle unseren Dank an die Initiatoren und Unterstützer der Demonstrationen, gebührenden Dank auch an den Oberbürgermeister, das Kulturrathaus und die Dresden Marketing GmbH für ihr engagiertes Handeln. Wir möchten hierzu aber auch einen einschlägigen Personenkreis analog der Stuttgarter Party- und Eventszene des letzten Wochenendes zur Sprache bringen, die durchaus zum Mitfeiern animiert werden könnten. Grundlage für derartige Exzesse wurden in den vergangenen 4 Jahren auch in Dresden erfolgreich implementiert. Parallelgesellschaften, Raubüberfälle, Diebstähle, sexuelle Übergriffe und Entblößerperversionen im öffentlichen Raum gehören auch in unserer Stadt zum wöchentlichen Geschehen der Gegenwart. Kommen wir nun zur Krux des Oberbürgermeisters und der Bürde der Macht mit Rot-Grün. Obwohl der Oberbürgermeister in der Vergangenheit alle geistigen Tieflegerprojekte des Rot-Grünen Blocks, wie zum Beispiel Nazi-Notstand, Festschreibung pseudowissenschaftlicher Klimaziele, die Überhöhung des Fremden und die Verachtung des eigenen mitgetragen hat, muss sich dieser nun einer noch perfideren Forderungsmentalität unterwerfen. Das Misstrauen der Grünen gegenüber den Stadtoberen, welches sich in den Ergänzungen zur ursprünglichen Vorlage widerspiegelt, ist bezeichnend für die Dresdner Politik. Erpressung zugunsten des eigenen Klientels. Hierzu ein Zitat Gandhis. Nochmal ein Zitat Gandhis. Die Welt hat genug für jedermanns Bedürfnisse, aber nicht genug für jedermanns Gier. Anstatt im Vertrauen auf die Angebotsgemeinschaft das Ergebnis der Selbstorganisation innerhalb der Dresdner kulturschaffenden Szene abzuwarten, wurde medial und hinterrücks gleich wieder zum Angriff gegen eine vernünftige Idee getrommelt. Die Kunstszene wird dank der rot-grünen Macht Narzissten gegeneinander ausgespielt, Neid und Missgunst wurden entfacht, um es möglicherweise in einem Flächenbrand enden zu lassen. Warum wohl wird seitens Rot-Grün nicht darauf hingewirkt, dass sich alle Dresdner Kulturschaffenden in diesem Konzept wiederfinden können? Der Traum einer ideologischen Umformung mittels Spaltung auf Steuerzahlerkosten reizt ja offensichtlich allzu sehr. Ich möchte noch einige Worte an den Oberbürgermeister richten. Es wäre wünschenswert, wenn Sie abermals darüber nachdenken, wie und mit wem Sie diese Stadt gestalten wollen. Besinnen Sie sich auf Ihre deutschen Tugenden, um die menschlichen und wirtschaftlichen Schäden der kommenden Jahre für unsere Stadt so gering wie möglich zu halten. Wir beantragen die Abstimmung über die Ursprungsvorlage der Verwaltung. Falls der Ursprungsvorlage nicht gefolgt wird, beantragen wir punktweise Abstimmung. Vielen Dank. Thank you.
So, gibt es zunächst erstmal weitere Wortmeldungen? Herr Schulte-Wissemann. Sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen draußen an den Datenendgeräten. Wo lernt man sowas? Also ach, das schreibt ihm jemand. Okay, und dann wird es wahrscheinlich auf Facebook immer wieder neu hochgekocht und all sowas. Egal. Also, diese Vorlage ist, wie so manche andere auch in Corona-Zeiten, die wir ja auch schon behandelt hatten, und genau dasselbe habe ich hier auch schon mal gesagt, da hat es nur keinen Erfolg gehabt, eigentlich ein sehr guter Vorgang, weil die Stadtverwaltung, die ist schnell in die Spur gekommen, es gab die Demonstration von Stumme Künstler, die übrigens ich auch unterstützt habe, also ich möchte jetzt, nee, das, ne, also ich bin dahin geradelt, habe mir das angeguckt und sie ist sehr gut und sie hilft Betroffenen und durch die Ergänzung oder Ersetzung wird sie in meinen Augen noch ein bisschen besser. Es ist jetzt kurz vorm Sommer, kurz vor der Freiluftsaison, genau das, was man machen muss. Man muss den Laden am Laufen halten, man muss sich Zeit verschaffen, man muss gucken, dass man erstmal über die nächsten 2-3 Monate kommt, bis wir mehr wissen. Ich meine, das Wissen im Kopf und das, was wir in unserem Herzen haben, ist manchmal was anderes. Wir sagen jetzt alle, wir müssen auch einen Tourismus, Dresden ist eine Tourismusstadt, wir müssen Leute anlocken, wir müssen Events machen, wir brauchen Event-Einkäufe. So, was wäre denn, wenn jetzt morgen in der Zeitung steht, es kommen 5 Busse voll besetzt mit willigen Touristen aus Gütersloh? So, würde dann die Bild-Zeitung nicht schreiben, das geht nicht? Würden da nicht Leute auf die Straße gehen und sagen, nein, auf gar keinen Fall. So, das heißt also, man muss es differenziert betrachten und jetzt ist dieser Schritt genau richtig, aber vielleicht müssen wir noch ganz anders denken, wenn es dann Richtung Herbst kommt. Auch Richtung Herbst, Richtung Haushalt, Richtung die großen Weichenstellungen auf Europa, Bund, Land, Stadt und bis in die Stadtbezirke, weil wir wissen noch nicht allzu viel über das Coronavirus. Wir wissen nicht wirklich, in welchem Ambiente es besonders Aerosol sich überträgt. Wir wissen nicht, ob man sich ein zweites Mal infizieren kann. Und ob die zweite Infektion vielleicht nicht schlimmer ist, weil dann wäre Pumpe mit Herdenimmunität und mit überhaupt Immunität und Immunitätsausweis. Wir wissen, es gibt, wie gesagt, vieles, was wir nicht wissen. Wir wissen auch nicht, ob ein Impfstoff wirkt. Und bis zum Impfstoff wird es noch 1,5-2 Jahre dauern, wenn er denn je kommt. Worauf ich hinaus will, ist, ich möchte es mal aussprechen, weil sich das keiner traut. Es kann sein, wenn unter normalem Betrieb, wie wir ihn so eigentlich gewohnt sind und wie wir ihn anstreben, wenn dann das R halt 3 ist und es halt nicht geht, ja, dann wird es, wenn die Ansteckung einfach, wenn wir nicht aufpassen, wieder hochgeht, dann wird es keine Oper geben in den nächsten 2 Jahren. Dann wird es keinen Handball geben, zumindest nicht Indoor, in den nächsten 2 Jahren. Dann wird es keine Clubs geben, wo 1000 Menschen tanzen die ganze Nacht. Dann wird es ganz viele Sachen nicht geben. Ja? Und wenn wir dann wissen, wenn die Gastro so ein bestimmtes Abluft hat und wenn das hier zu lange steht und wenn mehr als so und so viele Leute auf dem Quadratmeter sind, ja, dann müssen wir halt auch alle gastronomischen Betriebe umbauen. Das ist dann so. Das heißt, es könnte sein, dass eine sehr, sehr große gesellschaftliche Umwandlung auf uns zukommt und dass die notwendig ist. Und bisher haben wir ja in Deutschland offenkundig viel mehr richtig als falsch gemacht. Denn wir haben nur 1 oder 0,7 Neuinfizierte in Deutschland pro 100.000 Leute und Woche. So, nee, 7, 5, 6, 7. So. Aber in Arizona ist man gerade bei 35, ja, pro Tag. So, das sind 250 pro Woche. Das heißt, da hat man offenkundig irgendwas falsch gemacht und hier hat man irgendwas richtig gemacht. Wir müssen weiterhin die richtigen Dinge
tun, die richtigen Dinge aussprechen. Wir dürfen keine Angst haben, aber wir müssen Respekt haben. So, Dankeschön. So, weitere Wortmeldungen sehe ich erstmal nicht. Dann kommen wir mal noch zu einer Antwort, die gewünscht war. Beginnen wir mal zu dem Finanzierungsvorschlag, Herr Doktor. Wir führen die Maßnahme durch und werden Einsparungen in dieser Höhe voraussichtlich erzielen. Also insofern kann man das so einplanen. So, und dann würde ich noch ganz kurz ergänzen wollen, bevor sich Sachen festsetzen. Zunächst, Frau Apel, die Finanzquellen dieser Vorlage sind 265.000 Euro aus dem Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters und 240.000, die aus dem Geschäftsbereich Kultur, nämlich aus dem Kulturhauptstadtbüro kommen. Zweiter Punkt ist, sehr wohl vermarkten wir alle die Thematiken, die spannend sind, weil wir haben auch bei uns in der Dienstberatung schon mehrmals Frau Misser auch vortragen lassen, was sind jetzt die Schwerpunkte, wie gehen wir in die weitere touristische Vermarktung, und da ist eher unsere Herausforderung, es müssen Produkte da sein, müssen spannende Punkte sein, die vermarktungsfähig sind, und dann ist die DMG die letzte, die das nicht entsprechend unterstützt. Insofern, alle weiteren Akteure, die da auch geschrieben haben, stehen ohnehin auf der Agenda, dass sie entsprechend da präsentiert werden und die Angebote entsprechend nach außen getragen werden. Und nicht wenige von denen, die da mit unterzeichnet haben, werden genauso mit entsprechenden Projekten unterstützt von uns, sodass wir das nicht nur einseitig auserleben, sondern uns freuen über jeden, der da initiativ wird und eben zur Belebung Dresdens nach innen und nach außen beiträgt. So, gibt es jetzt weitere Wortmeldungen? Der weitestgehende ist der Herr Donhauser gewesen, der hat nämlich beide Arme gehoben. Ah nee, der delegiert die zwei Arme zu Herrn Karten. Bitte schön. Meine sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Fraktion wünscht eine Auszeit und für die Vorbereitung der Abstimmung hätten wir gern gewusst, worüber abgestimmt wird. Es gibt keinen federführenden Bericht, das ist zwar hier häufig heute so benannt worden, das ist aber nicht zutreffend. Insofern wäre es hilfreich, zur Vorbereitung auf die Abstimmung zu wissen, was die Grundlage der heutigen Abstimmung sein wird. Also da würden wir so vorgehen. Der weitestgehende Antrag, der jetzt da war, ist der von der AfD gewesen, die Ursprungsvorlage zur Abstimmungsgrundlage zu machen. Das würde ich zunächst abstimmen lassen. Entweder das hat eine Mehrheit, dann wäre das die Abstimmungsgrundlage, auf der ich dann alles weitere aufbaue. Bekommt es keine Mehrheit, würden wir, weil es eben der letzte Bericht war in der Chronologie, den Ausschussbericht Kultur und Tourismus dann hernehmen. Den wir dann entsprechend, und dann war ja schon beantragt punktweise Abstimmung, da gibt es die Änderungsanträge, also wird man dann in dieser Reihenfolge vorgehen. So, jetzt habe ich irgendwo noch eine weitere Wortmeldung gesehen, das war dasselbe, sonst keine weiteren Wortmeldungen, dann war jetzt gebeten eine Auszeit, machen wir eine kurze Auszeit, und wenn Sie dann wieder da sind, geben Sie das Signal, wenn es fortgehen kann. So, meine Damen, meine Herren, lassen Sie uns in dem Tagesordnungspunkt fortsetzen. Ich frage, bevor wir dann in Abstimmung eintreten, ist aus der Auszeit weiterer Antrags- bzw. Redebedarf entstanden? Das kann ich nicht erkennen. Dann würde ich es so machen, wie ich es vorhin schon mal vor der Auszeit avisiert habe. Es ist der Antrag gestellt worden, die Originalvorlage als Grundlage der Abstimmung zu wählen. Das würde ich zunächst abstimmen. Bekommt es eine Mehrheit, ist es dann natürlich der Ausgangspunkt für die Abstimmung. Dafür gibt es dann einen interfraktionellen Änderungsantrag von Herrn Kanewski eingebracht, und es gibt generell für alle
das Thema punktweise Abstimmung. Bekommt die Grundlage, die Verwaltungsvorlage keine Mehrheit, dann würden wir über den Ausschussbericht des Kultur-Tourismus-Ausschusses als Grundlage nehmen. Und auch da gilt dann wieder, es gibt den Änderungsantrag und es gibt die punktweise Abstimmung. So würde das Verfahren laufen. Alle Unklarheiten beseitigt und dann starten wir mal hinein. Zunächst die Frage, wer die Verwaltungsvorlage als Grundlage nehmen möchte, den bitte ich jetzt um sein Stimmzeichen. Gegenstimmen? Das Letztere ist die Mehrheit. Damit würden wir den Kultur- und Tourismusausschussbericht zur Grundlage nehmen. Und zunächst haben wir hier dann einen Änderungsantrag, den uns Herr Kanewski hier eingebracht hat. Ich will auch nochmal betonen, dass er unter dem Punkt 1b da auch nochmal eine zusätzliche Ergänzung vorgenommen hat, wie er es für uns vorgetragen hat, dass eben eine Beauftragung ist des Oberbürgermeisters, zur nächsten regulären Sitzung, ich sage mal verkürzt, ein Konzept dann mal vorzulegen. Wer diesem Änderungsantrag zustimmen möchte, den bitte ich um sein Stimmzeichen. Gegenstimmen und Stimmenthaltungen, aber ersteres war die deutliche Mehrheit gewesen mit 46 Stimmen sowieso. Also wäre das aufgenommen und jetzt kommen wir dann zur punktweise oder geändert punktweisen Schlussabstimmung. Ich darf fragen, dürfen wir die Punkte, die wir jetzt gerade ergänzt oder geändert haben, im Punkt 1, 1a, 1b, 1c komplett abstimmen, weil wir ja schon mal auch geändert haben. Muss 1a, 1b, 1c, naja, machen wir alles. Also, wir kommen zur Schlussabstimmung. Wer dem Punkt 1a zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Gegenstimmen Wir müssen zählen. Haben Sie gezählt? Ja. Dann Stimmenthaltung. Gegenstimmen noch keine? Gegenstimmen waren die da hinten gewesen. Gegenstimmen waren da hinten. Deswegen habe ich ja so geguckt und habe gedacht, ja, wollen Sie nie oder dürfen Sie nie oder haben Sie das so super im Blick? Also, für Frau Gertig nochmal die Gegenstimmen bitte. Ja-Stimmen, 10 Nein, eine Enthaltung, damit zugestimmt. Wir kommen zu dem Punkt 1b. Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Gegenstimmen. Und Stimmenthaltung. Halt. 47 Ja, 20 Nein, keine Enthaltung, damit zugestimmt. Wir kommen zu 1c. Wer hier zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um sein Stimmzeichen. Gegenstimmen.
Stimmenthaltung. Ja, 11 Nein, 4 Enthaltungen zugestimmt. Wir kommen zum Punkt 2. Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um sein Stimmzeichen. Gegenstimmen? Stimmenthaltung. Ja, keine Nein, 9 Enthaltungen. Zugestimmt. Dann kommen wir zum Punkt 3. Wer dem zustimmen möchte, bitte ich jetzt um sein Stimmzeichen. Gegenstimmen? Stimmenthaltung. Ja, eine Nein, zwei Enthaltungen. So, zugestimmt. Wir kommen zum Punkt Nummer 5. Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Ach, 4 meine ich. Habe ich 5 gesagt? Nein. Ich habe 4 angeguckt und 5 gesagt. Entschuldigung, 4 ist gemeint. Gegenstimmen? Stimmenthaltungen. 67 Ja-Stimmen. Keine Nein, keine Enthaltung. Damit so angenommen. Wir kommen zum Punkt Nummer 5. Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Gegenstimmen. Stimmenthaltung. Ausbeschlossen. Erledigt. So. 46 Ja, 19 Nein, 2 Enthaltung. So beschlossen. Wir kommen zum Punkt 6. Wer dem Punkt 6 zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um sein Stimmzeichen. Gegenstimmen. Und Stimmenthaltung. 54 Ja, 11 Nein, 2 Enthaltung. Auch so zugestimmt. Kommt zum letzten Punkt, Punkt 7. Wer hier zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Gegenstimmen und Stimmenthaltung. 64 Ja, eine Nein, zwei Enthaltung. Damit wäre das alles so beschlossen. Wir haben den Tagesordnungspunkt 7 beendet. Ich würde ihn mit Blick auf die Uhr jetzt schlagen, weil es zeitkritisch ist, den Tagesordnungspunkt 14 zunächst erstmal als nächstes zu behandeln. Gibt es da Widerspruch? Sehe ich nicht. Dann starten wir mit dem